Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, anscheinend, nämlich mit mir und dem Stuhl. Grandia HD Collection, natürlich mit mir und dem Stuhl, Emerias und Emerias Stuhl. Und auch hoffentlich euch. In der letzten Folge haben wir, naja, hat das mal wieder ein bisschen Scheiße gebaut und, naja. Ha, wir sind dabei den Meerjungfrauen, den Bösen, in die Arme gelaufen. Haben eine Insel versinken lassen und naja. Das ist aber egal, weil jetzt kriegt Fina so ziemlich ihre Rache. Warum bist du wach? Bist du nicht müde, Justin? Ich grübel einfach vor mich hin. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich bin in ihre Falle getappt. Wäre ich allein gewesen, hätten mich die Meerjungfrauen wohl gefressen. Ich komme mir so dämlich vor. Sei nicht so streng mit dir, Justin. Die Meerjungfrauen haben dich nicht gefressen und ich lasse dich nie allein, Justin. Fina, komm nicht auf die Idee, allein irgendwo hinzugehen, Justin. Gerade weil Abenteuer Gefahr bergen, ist ein zuverlässiger Partner an deiner Seite besonders. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern du bist für mich ein besonderer. Fina, gestern Nacht hast du auch gesagt, Justin ist ein besonderer. Ein besonderer was? Sag es mir, Fina. Ich dachte nicht, dass du so genau zuhörst, Justin. Naja, ich habe nicht besonders viel verstanden. Ist schon okay, Justin. Ich weiß im Moment selbst nicht, was ich empfinde. Ich finde nicht die richtigen Worte für meine Gefühle und das ist auch erstmal einmal in Ordnung. Ich bin ab jetzt vorsichtiger. Du bist gruseliger als eine Meerjungfrau, wenn du sauber bist. Oha, hast du wirklich nachgedacht? Die Morgensonne. Die Nacht weicht dem Tag, Fina. Smooth. Justin, gut ausgewichen. Heute erwarten uns neue Abenteuer. Oh, ich sehe Land. Und du warst einmal ganz kurz sehr verpixelt. Justin, sieh dir das an. Was? Tonlos. Ich habe immer das Gefühl, dass hier sollte Musik kommen, die nicht kommt. Ja, zoom doch noch weiter. Wir wissen, dass da Land ist. Komm schon, dann musst du dich so weit rauszoomen. Ach so, wir können ja jetzt speichern. Ja, gut, super, toll. Da? Urwald? Urwald? Gott! Das war ein bisschen erstaunlich. Wow, seht euch das an! Oh, stimmt, hier ist ganz anders auf dem Kontinent Alentia. Es blüht so viel Vegetation. Wir haben wirklich einen langen Weg hinter uns, Justin. Und wir müssen mit Affenzahn sprechen. Justin? Achso, jetzt kann ich weiter drücken. Meine Güte, warum macht man das denn nicht ständig? Bald werden wir in Alent sein und das Rätsel von Angelo lösen. Oh, Justin, du bist dir selbst immer einen Schritt voraus, nicht wahr? Was, Fina? Hast du was gesagt? Ja, aber schon gut. Gehen wir. Auf nach Alent. Toll. Warte auf mich, Liette. Ich bin dabei da. So, aber erstmal zurück ins Gepäck. So, warte. Ganze Bullshit hier raus, ey. Wovon brauchen wir die ganzen Impfstoffe? Das weg, weg, weg. Wir machen jetzt mal hart nur noch das, was wir brauchen. Aufwachtrank. Wo ist denn einer? Aufwachtrank. Wir haben nicht besonders viele von denen, muss man ganz ehrlich sagen. Nochmal heilen. Nochmal speichern, sicher zu gehen. So. Gehen wir mal entgegengesetzte Richtung, weil das tut ja ein guter Abenteuer. Erst die Umgebung erkunden. Wow. So geile Didgeridoos. Ziemlich schnelle Viecher sind dabei. Landschnecke.
Okay. Das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie etwas, was ich als Landschnecke klassifizieren würde. Nur so gesagt. Mach mal eins weg. Und ein anderes. Now I'm really angry. So, das. Tötet das? Tötet das? Tötet das? Ja, er ist tot. So, hast du noch genug? Ja, du hast noch genug. Sehr schön. Ja, hier. Blaze brightly, oh flame! Blaze brightly, oh flame! Aber immerhin hat sie wieder mal gesprochen. Auch wenn es so schnell war. So, 42 reicht leider nicht für das nächste große Camping. Also brauchen wir noch ein paar SP. What a cinch! Weiter geht's! 130 Erfahrungspunkte. Leider auch nicht so ganz so viel. Und Icep hat ja mal kaum was gemacht an Erfahrungspunkten. Torzorn. Wow, ja, wow, Dingeridoos sind so geil. Die hört sich immer so ziemlich lustig an. Ah, rausgewischen. Eine dicke Venus-Fliegenfalle. Oder Menschenfresser. Süße Motte. Ach, sind die knuddelig süß. Ne, das kaufe ich den nicht ab. 160 160 HP haben die. Du tötest vielleicht mal den Rest. You'll never get away. Ja, oder auch gar keinen. Pretty easy. Na, was ist jetzt? Wird jetzt ein guter Erfahrungspunkt gegeben? 36, das ist ziemlich nice, ja. Wow, dann weiche ich dem aus und dann gibt er mir so einen Kopf los. Wandelndes Laub. Sehr schön. Warum auch nicht? Also ich mag die Tridus, die hört sich total cool an. Oder auch witzig. Wow, wow, wow. Das ist eine Motte. Das ist nicht unbedingt die Aufstellung, die ich ganz gerne gesehen hätte. Gut. Aber gut. Oh, Lightning, strike down the enemy! Tut das jetzt gleichzeitig? Und ja, jetzt spricht sie auch. Das muss wirklich an der Insel gelegen haben. Oder an dem Twist in Klammern, den sie gehabt haben gerade. What a cinch! Und ja, es hat gleich getroffen. 922 Schritte beide treffen. 900. Erfahrungspunkt, genug für einen Justin-Level. Das ist schon wieder eins dieser komischen Schnäckchen. Schnecke. Die geile Landschnecke. So, Fina, was machen wir mit dir nochmal? Zwei Gegner? Ja, komm. Take this. Kann man einmal Zittern einbauen. Da kann Justin nochmal seinen restlichen SP zurückholen, den wir brauchen. Macht trotzdem noch gut Schaden, hätte ich jetzt nicht gedacht bei so einem. Und genau, reicht. Gut, dass wir ihm extra Combo Plus gegeben haben. Auch wenn das jetzt nur 3 Erfahrungen gegeben hat, komischerweise. Oh ja, von 5 pro Schlag zu 3 pro Schlag. Oh, welche gehen wir kommen zurück. So. Krummkraut. Was ist denn jetzt ein Krummkraut? Torzorn, ne? Ja, dachte ich mir. Minus 2 Aktionsstufe voll durch Gegner. Aktionsstufe ist schon besser. Aua. Achso, wenn es am Boden ist, kriegen wir auch Schaden. Gut, meinetwegen. Miaum, 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 miaum. Ja, ja. Geheilt, weiter geht's. War wir hier schon? Ja, aber nicht ganz durch. Wow, diese Reichweite. Was sind für Geräusche, ey?
dodge eher noch so ein Dinosaurier an als so ein kleines Blättle. Was für ein Geräusch die, die machen? Der Zaunteam hat sich aber richtig schön was vorgenommen, so. Nämlich richtig abstruse Sounds zu machen für so Pflänzchen. Okay, das hab ich jetzt nicht gesehen. Oh ja, ist ja vom Urwald. In einem Fantasy-Gegend, also darf man das auch ruhig. Ja, wir haben schon mal genug dafür, aber... kann man auch genauso gut auf den Ruhm knüppeln. Oh, Power of Ice. Du musst dich theoretisch mit Justin auch einmal Eis zaubern, um zu gucken, ob der auch wieder normal spricht oder der jetzt immer so betroffen spricht. Na, mal gucken. Gucken wir mal, ob wir wieder mal Cutes machen können. Daran, die kommen wir jetzt nicht dran. Nein? Aber so. Ja, den einen Treffer. So viel Schaden machen die nicht. Hoppla, ans Mikro gekommen. Immer sehr schön. Fien als erstes dran. Das ist jetzt bedrückend. Aber hoffentlich machst du den damit nicht kaputt. Oh, Earth Awaken! Ach, jetzt spricht sie immer ihre Sätze. Das ist echt komisch. Du triffst doch nicht mal alle. Das ist schade. Na, wie viel Schaden? Ja, kaum. Aber perfekt. Gadwin's Secret Move. Dragon King Slice. Können wir nämlich genau das machen. Und nochmal richtig schön Erfahrung abkassieren. Sehr viel. What a finch. Erfahrung. 24. Er ist jetzt nicht mehr so für mich gedacht, hab, aber ist immer noch ganz akzeptabel. So ein Kräuterchen. Eine Pfeife. Eine Pfeife? Tortespfeife. Wer geht die gesamte Karte drauf? Okay. Hey, guck mal. Den kennen wir doch. Oder ist das ein anderer seiner Art? Guido! Guido! Geh ich überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Guido! So, Justinius ist wieder am Start. Hm. Ja, ich wollte ja ausprobieren. So, am besten du kommst jetzt nochmal vor ihm dran. Perfekt. Kannst du mal Erde sammeln? Erderfahrung. Das ist doch alles sehr schön. Das ist aus, als wäre der Unterleib von denen so richtig am Bohrer. Ja, jetzt spricht doch wieder vernünftig. Was ist das für ein Schwachsinn gewesen? Feel the power of ice! Ich habe nichts umgeändert. Das ist wirklich Sekunden danach die Aufnahme. Das ist so ein Schwachsinn. 8. Wow, 2 pro ist echt nicht so viel. Aber es war auch irgendwie lustig. Feel the power of fear. Schade. Aber war ganz lustig. Was machen wir mit dir nochmal? Prügeln. Es würde nicht reichen, damit wegzumachen, aber naja, kannst du auch versuchen. Vor allem so passt das genau. What a finch. 3 und 2 Erfahrungspunkte. Ist ja süß. Special. Das einzige, was halt noch richtig so. Was macht? An der V. Was bringt an der V? Natürlich nicht, was macht der V. Wolltest du auf den drauf reiten oder was? Warum sind wir so nah an den dran? Was soll der Quatsch? Das war's auch mittlerweile halt wie 8. Machen wir einfach mal Blow Storm Blow. Wir haben andere Sprüche jetzt mittlerweile drauf. What a cinch.
Sulfid. Ja. Nein. Weg. Probieren wir noch mal ein paar andere Zauber. Sie vorher doch hundertprozentig nicht gesagt. Probieren wir mal dein Feuer. Das hast du vorher gesagt. Aber please break no flame und so. Oh, wind twist like a tornado. Jetzt hättest du ja das nicht gesagt hast. Auch. Hallo Guido. Ach, lange nicht gesehen. Wie geht es so, tapferes Paar? Oh, Sie sind's. Weißt du nochmal? Wie bitte? Hast du mich vergessen? Sind Sie nicht Guido, der Mogel? Wir kennen uns aus Deid. Was? Woher wissen Sie von der Sache mit dem tapferen Paar? In Gabo sind wir uns nicht begegnet. Nun ja, warum braucht ihr euch nicht aus meinem Zelt und plaudert knabbert ein paar Karotten? Ja, so rein bestiert. Gut, dass uns das aufgezwungen wird. Ja, und es war wunderschön. Ein paar Geister flogen um uns herum. Sie glitzerten und funkelten. Wie Juwelen. Wirklich? Ihr habt viele Geister gesehen. Dass der Geisterstein in eurem Besitz ist, ist schon sehr bedeutend. Bedeutet für den Geisterstein? Doch weiß ich nicht. Nido, wer sind sie bloß? Nun, ich bringe euch etwas von meinem Wissen auch bei, aus Respekt vor dem Armband des Helden. Was machen die Morgai? Unser ganzes Volk ist unterwegs, um danach zu suchen. Genau wie ihr vor der Sache Reise nach Allen sucht. Was wollen sie finden? Einen Weg, die Lage zu verbessern, denn sonst geht die Welt unter. Oh, das ist bestimmt schwierig. Moment, was haben sie gerade gesagt? Die Welt wird zerstört werden? Was ist los? Möchtest du auch noch etwas wissen? Und auch einfach so einfach beiseite geschoben. Was bedeutet der Geisterstein? Der Geisterstein beweist, dass die Geister niemanden akzeptieren. Du hast den Beweis, um deine Rolle zu spielen. Welche Rolle denn? Hihi, das musst du selbst herausfinden, Jesse. Setze vorerst deine Reise fort. Folge dem Geisterstein, egal wohin er dich führt. Solange du den richtigen Weg willst, kommst du ran. Du findest deine wahre Rolle. Was ist los? Willst du sonst was wissen? Wo ist denn Alend? Wo Alend ist? Ich weiß es wirklich nicht. Aber so viel steht fest. Wer es schafft, Alend zu erreichen, hat den Segen der Geister. Darum musst du dir selbst treu bleiben. Nur so kommst du nach Alend. Mir selbst treu. Was heißt das, Guido? Die Welt wird zerstört und meine wahre Rolle. Was soll das Ganze? Justin, siehst du das nicht mit deinen eigenen Augen? Ich dachte, du wärst ein Abenteurer. Sei unverzagt. Setze deine Reise fort und der Segen der Geister wird dir sicher sein. Versprich es mir, Justin. Gib deine Reise nicht vorschnell auf. Okay, ich verspreche es, Guido. Ein Abenteurer gibt niemals auf. Ein Abenteurer gibt niemals auf. Vergiss diese Worte nicht, Justin. Ja, es ist spät. Wir bleiben heute hier. Ich möchte noch ganz kurz auf den Teppich weisen, der schön bestickt war. Ihr erreicht Kafu, wenn ihr den Wald verlasst. Die Menschen von Kafu leben in seltsamen Häusern. Ein Stück weiter ist meine Stadt Silpadron. Besucht mich. Danke für alles, Guido. Wir sollten mal wieder Karotten essen. Einen Moment, warte. Vergisst du da nicht etwas? Ich habe meine Waffen, mein Armband. Ich habe nichts vergessen. Was soll das heißen? Geld! G-E-L-D! Ich habe nie übernachtet. Was? War das nicht kostenlos? Angemessene Bezahlung für Arbeit. Ist das nicht allgemein bekannt? 100 G sollte reichen. Mist, es ist ein guter Geschäftsmann. Brindima, vielen Dank. Ich werde länger hier sein. Komm wieder, wenn ihr müde seid. Sie haben gewonnen. Nur dann, Guido. Auf ein baldiges Wiedersehen. Also, ja, Guido ist es hier am Auscashen. Ich werde schön gemachter Hase. Und natürlich eine Dose. Warum auch immer eine verdammte Dose ist. Und drei Karotten. Und noch eine Dose. Und, um das Ganze abzurunden, zwei Urnen. Oder zwei Vasen. Also, das ist schon mal der richtige Weg. Und Guido. Also, wenn ich dahin wollen. Verdammt, ich dachte, ich hätte alles ausgemischt. So, hier waren wir nicht. Wir sollten uns eigentlich mal von hinten angreifen lassen, damit ihr das mal hört, wie es
oder klingt, wenn halt der. Naja. Wenn die Bösen kommen. Nein, wenn. Naja, die zweite Kraftwoche halt. Burn, baby, burn! Machen wir das mal. Und machst du nochmal eine Lehmpeitsche? Now I'm really angry. Lähmungspeitsche, natürlich, nicht Lehmpeitsche. Das war's auch selber, aber nicht ganz halt. Rollgas. Aber schneller. Ich kann's nicht sagen. Geht aber schneller. Oder sie haben beide zusammen gewirkt. 5 und 4. Uiuiui. Für 32, ne? Das ist echt bitter. Echt, echt bitter. Das ist richtig dicke Früchte. Ja, wow, wow. Hier sind die Jujus so super. Oh nein! Ach so. Ja, Fina steht immer wieder in Luft. Hier wollte ich sowieso nochmal hin. Sehr schön. Ah, super. Da wäre das Geld gewesen von Guido. Bestimmt. Ich kann jetzt natürlich nicht nah wissen, wie der Preis ist. Aber das ist nochmal Geld. Miau. Moment, das war der falsche, ne? Ja, wir gehen nochmal zurück. Yeah, ich kenne diesen Goofy-Sound. So, und Pflanze Nummer 2. Das ist jetzt nicht der Bereich, den ich gedacht habe, wo du uns den schickst. Aber gut. Wir bräuchten noch eine andere Pflanze. Theoretisch. Die uns ja dann in dieses eine andere Gebiet ballert. Man klingt echt Dino-mäßig. Das sind die zwei, da brauchen wir schon. Wir brauchen aber noch gar, wir brauchen gar keine weitere. Wir können einfach hier runter und einsammeln. Gut, dann hat sich das. War wir hier dazwischen schon mal? Ich würde mal sagen, ja. Aua. Dann wollen wir nochmal zu Guido, beziehungsweise da durch. Weil das waren 20 Schaden, aber wir irgendwie zwei oder dreimal getroffen waren, das ist echt nix. So. Hier durch. Nein, andersrum. Entschuldigung. Ich habe mich schon wieder verlaufen getutet. So, Plätze zurück. Und hier. Hey, das ist so dinosauriermäßig unterwegs hier. So, Oval 2. So, und nochmal ein paar süße Mädchen. Süße Mädchen. Und Justin als erstes dran. Super. Dann kann Justin den Drachenschnitt einsetzen. Ja. Dragon King Slice. Und Dragon King Slice und Schüssikowski hier fliegen. Hier besser fliegen. What a cinch. Und ein Schwertlevel. Jetzt Level haben wir Schwerter 22. Ah, 23 brauchen wir für den einen Skill. Gehen wir mal links hier. Oh, mal andere Kombination. Süße Motte und Landschrecken. So. Oh, ja, stimmt. Wir haben ja wieder. Ein bisschen unterschiedlich. Müsste die drei treffen. Ja. Oh, ein Helm. What a cinch. Von der Motte? Ein Helmchen? Zylinder! Von der Motte kriegen wir einen Zylinder! Pff,
plus zur Verteidigung, plus 3 Verwirrungsresistenz. Ja. Wenn sie den Zylinder aufhaben, sie hat weniger Verteidigung als er. Obwohl er auf die Nase bekommen hat, bei den ganzen Ködern. Aua. Vielleicht kriegen wir von Dad auch nochmal einen Zylinder. Da hat Jeff dann auch einen. Da gehen die als gute Gentleman hier durch. Gentleman und Gentlefrau. Lady. So, nochmal ein bisschen Erde auftanken. Ich weiß echt nicht, warum diese Insel mit den Soundfiles irgendwie was verbrochen hat. Das ist echt eine Buggy-Insel gewesen. Vom Buggy the Clown. So. Ah. Vielleicht sagst du was Neues. See my power. Nein, das ist nichts Neues. Oh, aber da ist da noch Zylinder. Sehr schön. Na, kriegst du natürlich auch einen Zylinder. Andere Seite. Und ein Flätzchen. Nochmal ein Käse und Kraut. Und das war's auch schon. Das ist eine Sackgasse. Sehr schön. Eingelenkt, reingelenkt, reingelenkt. Das sind drei Wege? Theoretisch, die offen sind. Aua. Aber ich bin ein bisschen zu weit. Aber ja, das hat eigentlich Spaß, uns von hinten erwischen lassen. Noch in der Folge. So, macht mal hier eure Nahkampf-Späßchen. What a cinch. Oh, bei denen ist das ja auch ziemlich einfach, wobei die einfach eine Kurve machen müssen, dann hat sich das. So, warte. Schön von hinten. Einfach mal genießen die Musik. Das ist so ganz nett, oder? Ach komm, es war gerade genau durch. Der Schlag. Ja, zweimal Kupfer bekommen. Sehr schön. Warte mal. Finite Level 23. Ist kaum anders als die normale Variante, aber schon anders. What a cinch. What a fish. So, ist das auch jetzt? Ich sollte nicht so viel drehen, ich verwirre mich immer. Au, selber. Dann lassen die mich da nicht mehr raus. So eine Frechheit. Okay, gut. Dann ist das hier auch erledigt, die Seite. Das ist einfach perfekt. Ja, genau die richtige Seite abgegangen. Nämlich die, wo es nicht weitergeht. Was wäre hier lang dann? Lilypads. Ich kann nicht kontrollieren, wohin der springt. Der macht einfach, wie er möchte. Ich bringe wieder genau den Weg zurück. Ja. Tut er. Nein, nicht ganz. Wir haben zwei andere. Aber gut, meinetwegen soll er es machen. Noch ein bisschen Geld auf dem kleinen. Auf dem Seitenweg. Entschuldigung.
dann ab ist du krank. Ja, da sind wir krank. Da, 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 da. Du wirst noch ein bisschen gebrutzelt werden. Ich finde das ganz, ganz schön. Oh, du kannst doch mal auf den drauf. Oh, Lightning, strike down the enemy! Zumindest einmal. Na? Ist das hier Mord, das nicht übernimmt? Den Land steckt wahrscheinlich auch nicht, aber. Ja. Pretty easy. Noch ein Zylinder. Nicht, dass wir einen brauchen, aber. Naja. Immerhin. Da gibt mehr Cash nachher. Aber so, ja, ich würde mal sagen, hier machen wir mal kurz ein Päuschen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr denn ein Abo da gelassen habt und es dann auch wissen wollt, dass der nächste Part dann bald anbricht. Also, schaltet demnächst wieder ein. Bis dann.